Hände haben mich schon immer fasziniert. Ich denke, weil es darum geht, Menschen zu berühren. Ich habe diese Theorie, dass wenn ein Mensch einem anderen mit Barmherzigkeit begegnet, besteht immer die Chance, eine Kettenreaktion zu starten. Ich verstehe nicht, warum es mir so schwerfällt, mich Gott anzunähern. Die mit den weißen Basecaps mobben, lass das. Willst du, dass Leute so über dich denken? Bis später, Langweiler. Ich bin anders als meine Freunde. Bist du spirituell? Ich will nur mein Leben für Jesus leben und die anderen, die können es annehmen oder nicht. Hey, kann ich helfen? Nein. Komm schon, irgendwas brauchst du. Ich kann auf mich aufpassen. Ich bin nicht sicher. Was ist los, Peter? Ich dachte, das wäre anders dieses Jahr. Scherz? Ich wollte Licht sein, aber alles fühlt sich dunkel an. Ich weiß, manchmal ist es schwer, aber er ist da. Weißt du, auch wenn es schwer zu verstehen ist, er hat die Kontrolle. Du kannst dich ändern, was hier passiert. So ist das Leben nun mal. Ich will die Welt verändern. Für mich ist Barmherzigkeit die stärkste Art zu lieben. Woher weißt du, ob Vertrauen und Schönheit, Barmherzigkeit die Welt zu einem besseren Ort macht? Vielleicht noch nicht morgen. Aber es besteht immer die Chance, eine Kettenreaktion zu starten. Jesus gab sein Leben für mich. Und ich gebe ihm meines.